Heilige sind Menschen, die Gott der Kirche und der Welt zu einer ganz bestimmten Zeit schenkt mit einer ganz bestimmten Sendung. So war es auch mit dem heiligen Pater Pio von Pietrelcina. Er selber sagt von sich, meine Sendung ist es, Seelen zu retten. Aber wer war dieser Heilige? Woher kommt er? Wie war seine Familie? Wie hatte Gott erfahren? Und wie war sein Leben? Pater Pio wird am 25. Mai 1887 in Pietrelcina im Großraum Neapel geboren. Als Sohn von Grazio Forcione und Maria Giuseppa Di Nunzio. Und am darauffolgenden Tag auf den Namen Francesco getauft. Mit 4 Geschwistern wächst er in einer armen, aber tiefgläubigen Kleinbauernfamilie auf. Francesco ist ein gehorsames Kind. Bald schon fühlt er sich zum Gebet hingezogen und praktiziert Bußübungen. Die Mutter wird auch Zeuge, wie sich der Bub geißelt. Ganz außergewöhnlich aber ist die Tatsache, dass das Kind schon sehr früh, nämlich vom 4. Lebensjahr an, mit himmlischen Visionen ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig erfährt Francesco Stärkung und Tröstung durch seine unsichtbaren Freunde, den Schutzengel, die Mutter Gottes, Jesus und auch den himmlischen Vater. Francesco Forgione aveva solo 5 anni quando avvertì la chiamata del Signore. Francesco ist gerade einmal 5 Jahre alt, als er dem Ruf des Herrn folgt, den er gehört hat, und sich ihm weiht. Die Entscheidung, in den Kapuzinerorden einzutreten, trifft er einige Jahre später. Er bewundert Pater Camillo, einen leutseligen Laienbruder des nahegelegenen Klosters Morcone. Dieser Kapuziner kam oft zu den Familien nach Pietrelcina, um Almosen oder Geld zu erbetteln. Diese Gaben waren für die Novizen im Kloster bestimmt, die noch am Anfang waren oder sich im Entscheidungsjahr befanden. Als er seiner Familie dann den Wunsch offenbart, Kapuziner zu werden, sagt er, ich möchte ein Pater mit einem Bart werden, wie Bruder Camillo. Und Francesco bleibt fest in seiner Entscheidung. Auch wenn er erst darauf warten muss, dass im Noviziat in Morcone ein Platz für ihn frei wird. Als er es dann tatsächlich geschafft hat und vor der Tür dieses Klosters steht, da war es wiederum Bruder Camillo, der ihm mit einem Lächeln und mit seinem geheimnisvollen Bart die Klosterpforte öffnet und ihn aufnimmt. Doch dieser Schritt ins Kloster war nicht einfach. Vor seinem Eintritt macht man ihn auf die fehlende Schulausbildung aufmerksam. Um einen Privatlehrer finanzieren zu können, wandern sein Vater und sein älterer Bruder zeitweise sogar nach Übersee aus. Und noch kurz vor dem Klostereintritt leidet Francesco unter qualvollen inneren Kämpfen. Wegweisend werden 2 Visionen. In einer Vision wird ihm eine sehr große Sendung übertragen. Einzelheiten will er nie mitteilen. In einer anderen Vision sieht er sich im Kampf mit einem Riesen. Der 15-jährige Francesco vernimmt am 6. Januar 1903, dem Tag seines Klostereintritts, zudem die Worte
heilige dich selbst und heilige andere. Diese Stimme hört er immerfort, wie er später einer geistigen Tochter anvertrauen wird. Bei der Einkleidung erhält er den Namen Pio. Von Anfang an führt er ein strenges Leben in Buße und mit Fasten. Wer seine Klosterzelle betritt, findet ihn beim Gebet. Später bezeugen die Mitbrüder, beim Abfragen kenne er die Lektionen gut, doch keiner habe ihn jemals studieren sehen. Kaum hat er ein Buch geöffnet, versinkt er im Gebet. Papst Paul VI. Nennt ihn später einen Mann des Gebetes und des Leidens. Denn immerfort ist er kränklich. Die Ärzte wissen sich keinen Rat und schicken ihn nach Hause. Von 1909 bis 1916 verbringt er die Jahre in seinem Elternhaus in Pietrelcina. Wegen Verdachts auf Tuberkulose hatten die Ärzte dazu geraten. Zu Hause bietet er sich als Opfer für die Sünder und für die armen Seelen im Fegfeuer an. Am 10. August 1910 wird er im Dom zu Benevent zum Priester geweiht. Alle Versuche, ihn in einem Kloster unterzubringen, schlagen fehl. Nur daheim lassen die unerklärlichen, von einem steten Brechreiz begleiteten Magenschmerzen nach. Die 7 Jahre in Pietrelcina sind eine Zeit des ständigen Gebets, geprägt vom Kampf mit den Dämonen und durch Tröstungen, das heißt innere Erleuchtungen und Visionen. Verstärkt werden seine Leiden durch zunächst unsichtbare Stigmata, die er 1910 beim Gebet unter einer Ulme erhält. Tief versunken im Gebet bildeten sich plötzlich an seinen Händen und Füßen münzgroße rote Flecken, begleitet von brennenden Schmerzen. In Panik fleht er den Herrn an, die sichtbaren Gebilde wieder von ihm zu nehmen. Gerne aber wolle er die Schmerzen aus Liebe zu ihm weitertragen. Und Gott erhört sein Gebet. Die Male verschwinden, aber die Schmerzen bleiben. Als Pater Pio zum Priester geweiht wurde, lebte er in Pietrelcina aus gesundheitlichen Gründen. Er war krank. In dieser Zeit verschlechterte sich seine Gesundheit und vor allem ließ sein Augenlicht nach. Er konnte nicht mehr die Heilige Messe lesen und auch das Brevier. Da sich die Augen von Pater Pio so verschlechterten und er das Messbuch nicht mehr lesen konnte, erbaten die Oberen beim Heiligen Stuhl die Erlaubnis, ihn von der Tagesmesse zu befreien, und er durfte dann täglich die Messe zu Ehren der Mutter Gottes zelebrieren. Anstelle des Breviers durfte er dann täglich den Rosenkranz beten. Die Krankheit nahm aber zu und er verlor schließlich ganz sein Augenlicht. A Pietrelcina allora il popolo fa una crociata di preghiera. Tutti Die Einwohner von Pietrelcina bestürmten daraufhin die heilige Lucia. Sie beteten alle gemeinsam, dass sie Pater Pio das Augenlicht zurückgebe. Dopo tanta insistenza di preghiera, nach vielen, vielen Gebeten und Bestürmen des Himmels und vor allem eben die Fürsprache der heiligen Lucia, erlangte Pater Pio allmählich nach und nach das Augenlicht zurück. Als Pater Pio sein Augenlicht total zurück erhielt, begannen auch die Vorbereitungen zum Fest der heiligen Lucia.
La mattina presto, verso le cinque, la banda musicale. Schon morgens um 5 zog die Musikkapelle durch die Straßen von Pietrelcina, um alle Einwohner zu wecken. Mentre la sera per le strade si accendevano i falò. Am Abend dagegen wurden in der Stadt Feuer entzündet, um der heiligen Lucia zu danken und um das Böse fernzuhalten. Zwischenzeitlich wütet der Erste Weltkrieg und auch Pater Pio wird eingezogen. Doch ein skurriles Fieber macht die Ärzte ratlos. Einmal soll ein Badethermometer unglaubliche 48 Grad Körpertemperatur angezeigt haben. Die Ärzte geben auf. Als Priester im Elternhaus entwickelt Pater Pio die besondere Form von geistlicher Führung durch Briefe oder persönlichen Kontakt. Dieses Apostolat der Seelenführung weitet sich immer mehr aus. Und das auch deshalb, weil ihm die Beichtbefugnis, ähnlich wie beim heiligen Pfarrer von Ars, erst sehr spät erteilt wird. Es ist bezeichnend, dass eben diese beiden Priester zu den segensreichsten Beichtvätern ihres Jahrhunderts zählen werden. So korrespondiert Pater Pio zum Beispiel schon länger mit Raffaelina Cerase, einer vornehmen Frau aus Foggia. Als diese dem Tod nahe ist, reist er im Februar 1916 eigens nach Foggia, um ihr beizustehen. Es war auch diese heiligmäßige Frau, welche die Oberen von Pater Pio eindringlich bitten wird, ihn ins Kloster zurückzuholen, da er so viel Gutes für die Seelen würde tun können. Holt ihn zurück und lasst ihn Beichte hören, das wird viel Gutes bringen. Raffaelina Cerase stirbt am 25. März 1916. Und bis zuletzt stand ihr lieber, guter und heiliger Ratgeber ihr bei. Uno degli aspetti più significativi dei primi anni di ministero sacerdotale di Padre Pio fu la direzione spirituale che dovette interrompere. Die Führung von Seelen zählt zu den wichtigsten Aufgaben Pater Pios in seinen ersten Priesterjahren. Allerdings musste er diese Seelenführung Anfang der 20er Jahre auf ausdrücklichen Wunsch des Heiligen Offiziums in Rom unterbrechen. Unter seinen geistigen Töchtern war die Grundschullehrerin Maria Gargani, die eine Berufung zum Ordensleben verspürte. Diesen Wunsch, Ordensschwester zu werden, hat sie Pater Pio mehrmals unterbreitet, trifft bei ihm aber immer auf Widerstände. Einmal, sie verweilt gerade im Gebet, hatte die Eingebung, ein Institut zu gründen, das Priesterberufungen und die Tätigkeit von Priestern unterstützen soll. Das sagt sie Pater Pio, ihrem Spiritual, und erhält dieses Mal die erhoffte Zustimmung. Ecco, siehst du, hier mussten wir am Ende landen, sagt ihr der Pater. Und weiter, das ist der Wille Gottes. Und geh gleich zum Bischof. E bello, e bello. Das ist schön, das ist schön. Pater Pio hat auf diese Weise Maria Gargani dazu geführt, den Willen Gottes zu entdecken, ohne ihr seinen eigenen Willen aufzudrängen. Nämlich eine Vereinigung zu gründen, die heute in Italien und in zwei afrikanischen Ländern aktiv ist. Oggi attiva in Italia e in due paesi dell'Africa. Tatsächlich bleibt Pater Pio etwa 7 Monate im Kloster der Kapuziner St. Anna in Foggia. In dieser Zeit in Foggia klingen die Symptome seiner mysteriösen Krankheit plötzlich ab. Um der drohenden Sommerhitze in Foggia zu entgehen, folgt er einer Einladung ins höher gelegene Kloster San Giovanni Rotondo. Für den 28. April 1916
war nur ein Ausflug in dieses Kloster geplant. Doch in der kühleren Bergregion des Gargano-Gebirges fühlt er sich gesundheitlich sehr viel wohler. Pater Pio wird dort bleiben bis zu seinem Tod 1968. 52 lange Jahre wird er in diesem kleinen Kloster leben. Zwischen Altar und Beichtstuhl, zwischen Chor und Zelle. Keine Reisen, kein Urlaub, keine Predigten, keine besonderen Funktionen oder Vertrauensämter. In diesem bescheidenen Kloster in San Giovanni Rotondo durchlebte er am 5. August 1918 das mystische Phänomen der Durchbohrung des Herzens. Ähnliches berichtet er vom 12. August 1918. Ich verweilte in der Kirche, um die Danksagung für die Heilige Messe zu verrichten. Als ich auf einmal spürte, wie mein Herz verwundet wurde von einem feurigen Pfeil, der so stark und glühend eindrang, dass ich daran zu sterben glaubte. Am 20. September 1918 erhält Pater Pio schließlich die sichtbaren Wundmale an Händen, Brust und Füßen. Am Jahrtag der Stigmatisation seines Ordensvaters Franziskus. Und wäre es nach Pater Pio gegangen, dann hätte niemand jemals etwas davon erfahren. Nur aus Gehorsam gegenüber seinen Ordensoberen fasst er das Geschehen vor dem Kreuz in Worte. Ich befand mich am Morgen des 20. des vergangenen Monats nach der Feier der Heiligen Messe im Chor, als ich in einen Zustand der Ruhe verfiel, ähnlich einem süßen Schlummer. Und wie in einem Blitz fand ich mich einer geheimnisvollen Persönlichkeit gegenüber, ähnlich jener, die ich am Abend des 5. August gesehen hatte, die sich von ihr nur dadurch unterschied, dass ihre Hände und Füße und ihre Seite von Blut trieften. In diesem Augenblick empfängt Pater Pio selbst die Wundmale. Schmerzerfüllt kriecht er auf Händen und Füßen mit letzter Kraft bis zu seiner Zelle im Kloster. Im Alter von 31 Jahren hatte Christus sich seinen Sohn zum Ebenbild gemacht. Pater Pio verlor von diesem Tag an jeden Tag etwa eine Tasse Blut, ein medizinisches Rätsel. Als er krank wird und ein Mitbruder ihm die Füße wäscht, bemerkt dieser die Wundmale. Die Kunde verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und Pater Pio erhebt sich eine Bewegung der Liebe und der Ablehnung, welche sein Kalvaria sein wird und ihn bis zu seinem Tod zum Zeichen des Widerspruchs machen wird. Außer seinen Wundmalen zeichnen Pater Pio noch andere übernatürliche Gaben aus. Duft, Herzensschau, Prophetie, Heilungen, Ekstasen und Bilokationen. So soll Pater Pio am 29. April 1923 während der Seligsprechung der heiligen Teresa von Lisieux leibhaftig im Petersdom in Rom gesehen worden sein. Obwohl er doch zur selben Zeit in San Giovanni Rotondo weilte. Bald beginnen auch kirchliche und ordensinterne Sanktionen. Pater Pio wird regelrecht bekämpft. Am 31. Mai 1931 werden ihm sowohl das Beichthören als auch die öffentliche Feier der Heiligen Messe untersagt. Keiner teilt ihm die Gründe mit. Pater Pio kann sich nicht rechtfertigen. In den 60er Jahren
wird ihm dann sogar vorgeschrieben, die heilige Messe dürfe nur 30, höchstens 40 Minuten dauern. Auch soll er das von ihm gegründete Haus zur Linderung der Schmerzen, heute ein modernes Krankenhaus, nicht mehr betreten. Pater Pio leidet unsäglich. Doch er nimmt alles im Gehorsam an und verteidigt sogar die kirchlichen Amtsträger. Vorgesetzten gehorchen heißt Gott gehorchen, sagt Pater Pio. Die Kirche bleibt für ihn die zärtliche Mutter, die trotz aller Schwächen ihrer Kinder immer geliebt werden muss. Nach 3 langen Jahren wird er rehabilitiert. Oft sind die Verantwortlichen bewusst falsch informiert worden, wie das Zeugnis des heiligen Papstes Johannes des 23. verdeutlicht. In den letzten Tagen seines Lebens äußert dieser Papst wiederholt: Über Pater Pio hat man mich getäuscht. Die normalen Tage im Leben von Pater Pio verliefen in höchstem Maße eintönig. Chor, Kirche, Zelle, die Wege im Klostergarten und später die Veranda innerhalb des Klosters. Weshalb man wirklich sagen kann, dass Pater Pio für die Welt gestorben war. Aus dieser Eintönigkeit jedoch ragen übermächtig 2 außergewöhnliche Pole hervor: der Beichtstuhl und der Altar. Die tägliche Feier der Heiligen Messe ist der Höhepunkt des priesterlichen Wirkens von Pater Pio. Sein ganzes Leben ist ausgerichtet auf das Geheimnis der Eucharistie. Sein Gesicht verklärt sich schon an den Stufen des Altares. Spätestens beim Aussprechen der Wandlungsworte erleben die Pilger, wie stark der stigmatisierte Priester die Passion Christi selbst durchleidet. Jede heilige Messe war eine Agonie, ein Todeskampf. Es bedurfte keiner Erklärung. Man sah, dass die Messe bei Pater Pio ein Opfer war. Das Opfer Jesu, mit dem sich das Opfer des Zelebranten vereinigte. Und mit dem sich zu vereinigen, die Anwesenden sich bemühten. Die Feier der Heiligen Messe ist für ihn ein tagtäglich erlebtes und erlittenes Drama. Und dennoch ist er zutiefst betrübt und untröstlich, wenn es ihm einmal nicht möglich ist, zu zelebrieren. Fragt man ihn: Sterbt auch ihr in der Heiligen Messe, aus Liebe oder aus Schmerz? So antwortet er: Aus Liebe. Was macht eigentlich Pater Pio? Erkundigt sich Papst Pius XII. Einmal beim zuständigen Bischof von Manfredonia. Eure Heiligkeit, antwortet der Bischof, er nimmt die Sünden der Welt hinweg. Pater Pio hört täglich bis zu 16 Stunden Beichte. Und das 50 lange Jahre lang. Ausgenommen die Zeit von 1931 bis 1933, als das damalige Heilige Offizium die Maßnahme ergriff, ihn vom Amt des Beichthörens zu entheben. Einmonatige Wartezeiten für Beichtende in San Giovanni Rotondo sind nicht ungewöhnlich. Pater Pio legt ihnen oft eine wochen- und monatelange Probezeit auf, bevor er ihnen die Lossprechung erteilt. Schlechte Vorbereitung und Unbußfertigkeit lassen den Heiligen bisweilen energisch werden. Geh fort, heirate die Frau, mit der du zusammenlebst, und komm dann wieder, sagt er einem jungen Mann. Ich behandle die Seelen so, wie Gott sie mich sehen lässt, erklärt er. Selber leidet er am stärksten und sagt: Wenn man wüsste, wie viel eine Seele kostet. In einem testamentarischen Brief vom 12. September 1968
ermutigte er Papst Paul VI., die katholische Lehre über Ehe und Familie zu verteidigen. Dafür bietet er sein Leben als Opfer an. Am 20. September 1968 begeht er den 50. Jahrestag seiner Stigmatisation. Am 21. September kann er nicht zelebrieren. Am 22. September feiert er die Missa Cantata zur gewöhnten Stunde. Aber die Anstrengung geht über seine Kräfte. Er erleidet einen erneuten Zusammenbruch und muss auf das Beichthören verzichten. Um 18 Uhr dieses Tages segnet er noch einmal die Menge. Es ist sein letzter öffentlicher Segen. Um 2.30 Uhr am 23. September 1968 entschläft er friedlich im Herrn. Nachdem er kurz zuvor noch gebeichtet und seine Ordensgelübde erneuert hat. Pater Pio stirbt mit dem Rosenkranz in den Händen und mit den Worten Jesus und Maria auf den Lippen. So wie die Stigmata plötzlich erschienen waren, ist beim Leichnam nicht einmal mehr das kleinste Anzeichen einer Vernarbung zu sehen. Der heilige Pater Pio zählt zwischenzeitlich zu den größten Volksheiligen aller Zeiten. Belege dafür sind weltweite Gebetsgruppen und auch ein Pilgerstrom, der bis heute nicht abreißt. Der heilige Pater Pio ist zum Vater von Millionen geworden.